geht nicht, scheint wohl abgeschossen zu sein. Mann, ist das nervig daneben mit Gewalt. Auf keinen Fall, gewaltsames Eindringen würde... Hat er jetzt dagegen gehauen? Ja. Da trudeln eine ganze Menge Roboter ein. Aufgrund der Erschütterung wurde Alarm ausgelöst und die Sicherheitsstufe erhöht. Es hilft nichts, wir müssen kämpfen. Alter. Alter. Alter, 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 Alter. 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 Oh, okay. Jetzt geht die Tür auf, pass auf. War klar. Yes! Mhm. Neu starten. Alle Systeme im grünen Bereich. So. Jetzt müsste ich mal eben gucken. Das auch hier? Ja, das wäre in Sektion 3. Okay. Machen wir das doch direkt mit. Good luck, everyone. Au. Easy game. So. Back into the city. Uns Rob und Owen mal direkt mit. So. So. Da ist er, der Traum meiner schlaflosen Ladezyklen. Ich werde mich vor Bewundern ran kaum noch retten können. Sushi, Blechbüchs, die Zeit ist gekommen. Verpass mal das Upgrade aller Upgrades. Aha. Und was für ein Upgrade ich dir verpassen werde. Anschließend wirst du mich für deine Frechheiten auf Knien um Verzeihung bitten. Mach dich auf was gefasst. Ich arbeite immer ohne Narkose. Was, Hilfe? Oh, er ist Gold. Evan, Patty, Whisker, Tom, Susie, Blackburn. Ihr habt mich in ein technologisches Meisterwerk verwandelt. Vielen Dank. Kennt unseren Namen. Das ist ein Ergebnis des Updates. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr gerührt. So gerührt sogar, dass ich mich in eurem Königreich nur registrieren lassen möchte. Heißt das, dass du nach Minneapolis kommen willst? Das ist toll. Damit hat sich der Marktwert von Minneapolis soeben verdoppelt. Aber dreist bist du noch genauso wie vorher. Boah, der gibt mir voll viel Golderz. Holy shit, Roni. Das ist Rob. Praktisch ein Andenken an Mechbaum. Seit ich ihm ein Upgrade verpasst habe, ist er zwar kein Schrottkübel mehr, geht uns aber allen auf die Nerven, wenn wir ihm nicht genügend zu tun geben. Die Lektion daraus, eine Maschine kann durchaus auch gut funktionieren. Zu gut funktionieren. So. Du. Ich dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens in diesen Raum Wache schieben. Glück gehabt. Gut, dass du unverletzt bist. Ach, da seid ihr ja. Das werde ich nie vergessen. Dank euch bin ich endlich wieder frei. Kann ich etwas tun, um meine Schuld bei euch zu begleichen? Hey! Willst du vielleicht als Wachmann in unserem Königreich arbeiten? Ich würde zu gerne für jemanden so hilfsbereites arbeiten. Ich bin dabei. Das ging gut. Sämtliche Sicherheitsfragen kannst du ruhig mir überlassen.
Gut, und dann gehen wir jetzt wieder nach Minneapolis. Bauen die Rictory um. Dann haben wir jetzt wieder einiges zu tun in Minneapolis. Zum Beispiel Leute einordnen. Das Technische Institut zumindest ein. Und wir haben Forschungen, die fertig sind. Und wir haben die Kasse, die fast wieder voll ist. Holy shit. Aha. Und das Lager, das voll ist schon wieder. Wird echt Zeit, dass... Ich hoffe, die Lagerforschung ist fertig. Ist sie fertig? Ist sie fertig? Nee. Nee, Moment. Hier, doch, sie ist fertig. So, wen haben wir denn jetzt? Paul, Zoran, Boris können wir aufwerten. Sören, ach Gott, wir haben voll viele geholt, ja. Sören haben wir auch noch, der kann hier hin. Technisches Institut haben wir auf jeden Fall einen. Für den Bazar haben wir noch einen. Ich habe ja hier den Bazar, den ruhigen. Da kann Paul rein. Und dann haben wir hier das Technische Institut. Da kann Rob rein. Kann nicht rein, weil es geforscht wird. Ist die Forschung gleich fertig? Nee. Also ja, schon. Irgendwann mal demnächst, aber... Was machen Sachen? Forschung. Traumstuff. Knuffis richtig groß ziehen. Achso, warte mal. Ich muss mal durch alle Gebäude gehen. Oder kann ich das auch hier machen? Oh, das geht auch hier. Oh, das ist gut. Da muss ich nicht in alle Gebäude rennen. Oh, ist das gut. Muss ich nicht durch alle Gebäude pilgern. Hey there. Dauert ja sonst ewig. Das allgemein ist, finde ich das immer noch doof, dass man das bestätigen muss, dass man ein Talent verbessert, warum das nicht automatisch passiert. So eine kurze Meldung, so. Husky hat sich im Rang verbessert oder so. Einfach am Rand. So, Trainingszentren. Trainingszentren, habe ich das gebaut? Oh, jetzt wird's aber... Habe ich. Da. Ah. Können wir das forschen? Okay. Und man kann das ja beschleunigen, ne? Fertig. So, 4000 Kronen benutzt. Ist jetzt auch egal. So, dann kann ich hier nämlich weitermachen. Aber ja, du kannst mal wieder in die Schreinerei dann gehen. Und welche ist mir eigentlich Wumpe? So. So, ihr forscht das. Fluchtausrüstung. Ach komm, wir bauen es. Dann ist es fertig gebaut. Oh, Dalmatina könnte das machen. Pavillon war voll teuer. Pavillon könnte ich aber fast bauen, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen rumdörpen hier und dann haben wir das.
Oh, das ist gleich fertig. Sehr gut. Wirtschaftsfeld. Goldfischmarkt, Taverne zum Wohl. 16k. Durch Bauern aber steigt Einfluss enorm. Was ich auch noch machen muss, ist ganz viel Ausrüstung bauen. Einfach irgendein Ranch-Shit bauen, damit er glücklich ist. 1. Nein. 2. Drei. Es kann sich nur um Jahre handeln. 4. Ich habe ja schon mal Sachen gebaut, ne? Ich habe aber nur 2, 3 oder so, aber. Ja. Obwohl, wollte er Rüstung haben? Oh, warte mal, jetzt muss ich gucken. Da ist noch eine Quest in der Stadt. Rüstungen. Ah, okay, keine Waffen. Okay, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Der ist pingelig und wollte Rüstung. Ey, du, ich will gleich mit dir reden. Gut, dass ich dich hier treffe. Aus dem Mechbaum. Neuartiger Roboter. Hört sich interessant an. Mobilitätstest. Ja, komm, gib mir die Quest. Okay, das ist eine Militärquest, oder? Okay. Gut, bauen wir Rüstung. Ringe. Ständig fehlt es immer an etwas. Ich meine, ich kriege das bestimmt hin. Moment, wollte er verschiedene? Ich hoffe, der wollte nicht verschiedene. Ich baue alles einmal, dann ist immer ein Häkchen drin. Das gefällt mir. Huch. Ja, mach einfach normal. Ohne krass zu boosten den Scheiß. Es wird zu teuer. Ich verbrauche jetzt sowieso schon so viel Zeug. So. Ich hätte da gern einen Counter für. Wenn er nicht immer wenigstens fragen würde, willst du das ausrüsten? Nein, will ich nicht. Das ist Trash, den ich hier gerade baue. Oh, jetzt wird's eng. Wo wird's teuer? So materialtechnisch.
Aha. Anscheinend habe ich genug gebaut. Cool. Den haben wir auch. Ach ja. Ach fuck, den habe ich jetzt gar nicht mit angequatscht. Den hätten wir auch fertig haben können. So, mit Michael Hafenner müssen wir jetzt einmal reden. Dann haben wir den. Hafenner. Da. Und dann das Monster klatschen. Dann zurück nach Mechbaum und dann zurück nach Minneapolis. So, haben wir gemacht. Komm jetzt zu uns. Danke. Okay, Spezialauftragsprofi. Ich bin voll der Pro, Mann. Ausrüstung. Sind das wenigstens coole Boots, die du mir da gegeben hast? Tatsächlich sind die gut für Evan. So. Dann uff nach Monsterklatschi. Nein, pass auf. Wir bauen jetzt erstmal die doofe Victory um, damit ich fliegen kann. Wait, was mache ich? Ich laufe gerade so den blauen Pfeil nach. Das war dumm. So. Wir könnten den Pavillon bauen. Wir können doch einfach sparen und richtig viel Kronen haben. Die Victory, die ist im Schloss. Glaube ich, oder? Oder? Mir wird die Hauptquest gerade nicht angezeigt. Warum nicht? Aber es ist auch eine Forschung verfügbar, von daher kann man mal eben das hier nehmen. Und noch mehr zum Forschen. Forscht direkt weiter. So. Wo ist meine Hauptquest? Warum ist sie weg? Wie war die weg? Mit dem Hauptplatz hier sieht das schon alles sehr viel schicker aus, muss man mal sagen. Hauen wir dir jetzt aufs Gesicht. Alrighty. Gut, dann fange ich gleich mal an. Du kannst verbessern, was du willst, aber lass doch wenigstens das Gesicht. What's the big idea? Kommt nicht in Frage. Versuchen wir es mal damit und das kommt dorthin. Perfekt, wenn ich das so sagen darf. Jetzt braucht es nicht mal mehr Treibstoff. Eine schöne Victory. Ich hab mich geschlagen. Schließlich wollte ich euch ein Geschenk machen. Drücke auf offenen Geländedreieck, um die Victory herbeizurufen. Juhu! Ach ja, Evan, ich hatte eine klitzekleine Bitte. Was kann ich für dich tun? Ehrlich gesagt. Da ich euch mein Schiff gegeben habe, komme ich allein nicht wieder zurück. Wie wär's mit einer kleinen Testfahrt nach Mechbaum? Ich könnte mich irgendwo in der Nähe absetzen, bitte. Als ob ich den da jetzt sofort absetze. Ich
König der Lüfte. Hui! Turbo. Oh, wie cool. Na, Turbo ist nicht wirklich Turbo, aber das geht schon ein Stück schneller. Halt, stopp! Muss ich da jetzt landen? Ich will hier eigentlich in die Grotte, weil hier war die Höhle, ne? Hey. Ach man, ey, du bist nervig. Boah, mach den Turbo-Modus mal aus, ey. Boah. Okay. Thanks. Herzlichen Dank, meine Lieben. So reißen sich bequem und schnell, nicht wahr? Bitte kümmert euch um Lumsi. Ab nach Hause. Ach übrigens, was wolltest du eigentlich sagen, Cecilius? Vector ist dir ja ziemlich abrupt ins Wort gefallen. Du wolltest uns irgendwas mitteilen. Yes. Lass uns überreden, wenn wir zurück im Schloss sind. Unfriede in Minneapolis. Oh, Cecilius, was geht ab? Hat das Tagebuch nicht sonst immer beides angezeigt? Halt, stopp, lande. Oh Gott. Hier in der Höhle war ich tatsächlich noch nicht. Wir sind jetzt ein Paar. Verliebt in Quastenfloss. Ach, die beiden. Wurmrene. Oh, viele Kommentare. Vector hat uns sein Flugschiff geschenkt, aber dieses Gesicht war einfach nur scheußlich und total lahm. Deswegen haben wir es sofort umgebaut. So. Oh, ich glaube, ich komme nicht dran vorbei, um zu kämpfen. Nein? Okay. At least I tried. So. Oxiderz. Okay, cool. Neue Erzsorte. Ugh, warum sind diese Höhlen immer so groß? Also die ist jetzt wirklich unnötig in die Länge gezogen. Was gibt's denn da jetzt? Wahrscheinlich nur Monster, ich gehe da mal da lang. Klatschen wir einmal mal den Dicken hier. Lass uns einfach den Kristall auf den Kopf fallen. Hey. Ist das der Roboter von dem Kenny und die anderen Sprachen? Der ausgeführte Berserker-Golem? Ziel erfasst. Gemäß meinem Befehl wird das Ziel verdichtet. Der Dämonenhauch hat von ihm Besitz ergriffen. Sei vorsichtig, Evan. Watch your backs. Er bringt mich ganz schön auf den Sack gerade. Goldkugel! Nicht dein Ernst. Ah, ich bin ausgewichen. Komm, plopp auf. Danke. Lieblingskäse, 2 Goldperlen? Das klingt wertvoll.
So, Candy hätten wir dann auch für die City. Insofungus. Der klingt irgendwie wie ein Sofa, als ob man sich da drauf setzen könnte. So. Was ist hier unten noch? Ich muss jetzt leider gucken, weil wenn da ein Gnuffi ist, will ich den natürlich haben. Alter, sind hier viele Gegner. Kiste, ja. Geil. Muss ich holen. Na gut. Careful, everyone. Boah. Voll weggebammt, ey. Teuflische Hellshot. Schummriger Stab der Weisheit. Oh, er wird eine Statusveränderung. Wow, das erste Mal, dass ich das sehe. Bleigrauer Zwirn. Stahlerz. Okay, wir haben neue Waffen. Und das ist nichts Gutes. Ach, Mann. Chaotisches Generalschwert. Alter, die sieht übel aus. So. Heftige Doppel. Oh, gnadenloser Richterhammer kann ausgetauscht. Obwohl, ist same shit. Nee, dann bleibt bei dem gnadenlosen Richterhammer. Strafender Seherbogen. Lanzen aber keine neuen. Lol, der Rebellenmantel, den ich gebaut habe, ist tatsächlich besser als etwas, was ich habe. Das ist crazy. Dabei habe ich das noch nicht mal aufgewertet. So, Moment. Mechbaum ist zwar jetzt Ziel, aber, warte mal, wir hatten ein Monster, was auch noch woanders war. Der hier, wo ist das Monster denn? Das ist nämlich da. Ich glaube, das habe ich gerade auch gesehen. Das hatte nämlich auch so eine Aura um sich rum. So. Das da wahrscheinlich, ja. Das habe ich gerade gesehen. Äh, 45. Okay, warte, wir stellen aber dafür mal Kampf-Equalizer um. Volle Lutsche. So. Hier in der Nähe muss es gewesen sein. Hier wurde Jack das Memo-Rack geklaut. Hörst du das? Energie dieses Erzes wäre hoch konzentriert. Für Laien kompliziert, aber als Waffe excellent. Es hört sich ganz so an, als hätte das Monster das Memo-Rack bei sich. Ich dachte schon, dass das nicht ganz einfach werden würde, aber ausreden ein besessenes Monster. Wir haben leider keine Wahl. Wir müssen uns ihm stellen. Bereitet euch gut vor. Und während er das sagte, begann der Kampf. Himmelsspalter. Au, das tat weh. Au, 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 oh. Bracken! Magiepeter ist am Goldkörper fast schon zu schade zum Verwenden. Danke, dass du mir das sagst, Spiel. Jetzt will ich das doch auch nicht verwenden. Ach, falsch.
Ach man, hätte ich einen Moment warten können mit dem Angriff. Kann der mal aufhören mit der Scheiße? Mein Gott, ist das nervig. Alter, wie schnell dreht er sich denn? Geht mir ganz schön auf die Eier. Warum halt so Damage? Hätte ich mal gewusst, dass die lila Gnuffis jetzt ihren Circle machen, hätte ich gewartet. Oh, die haben mich getroffen. Oh, bist du nervig? Oh, bist du nervig? Oh. Kann eine Goldkugel kommen oder so? Das fände ich jetzt sehr nice. Ah, Evan ist tot. Die sterben dann immer so heimlich. So. Wenn die Gnuffis mal gut treffen. Das ist eine Goldkugel? Ich glaube nicht. Ma, könnt ihr mal weiterleuchten, wenn ich da bin? Ich wollte den guten Angriff machen. Den Gravity-Angriff oder was auch immer, wie man den nennen mag. Habt ihr jetzt nicht mal Bock? Boah, ey, ich kann nicht an den ran. Sobald ich den haue, ist vorbei. Au. Hilfe! Oh oh. Die goldenen Gnuffis, die Sonnengnuffis machen auch nichts, ne? Die würden ja heilen und so. Oh Gott, gut, dass er mich nicht getroffen hat. Da ist die Goldkugel. Das war keine Goldkugel. Was war das? Das sah so gold aus. Komm, einen Schuss noch. Du bist nervig. Immer wenn ich da dran gegangen bin, hat er drauf geprügelt. Und wenn du da nicht weggehst, dann stirbst du, ey. 6.440 Gulden. Holy shit. So. Memorack. So. Ab nach Mechbaum. Sachen abliefern und dann go. So, du kommst mit in meine City. Das ist mein Memorack und es funktioniert noch. Alles wonderful. Glück gehabt. Die Belohnung für deine Hilfe bin ich. Ich gehe in dein Kingdom, yes? Ja, war das richtig ausgeschaut? Ich freue mich jedenfalls schon. Ich freue mich schon very much auf das Abrakani von Minneapolis. Oh yeah. Ich frage mich, ob wieder auf Englisch ist. Auf Englisch ist er bestimmt voll langweilig. So ein Candy war wo? Da. Candy war... Ebene 1b. Okay.
Let's go. Bup, 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 bup. Dann haben wir nochmal zwei in der Stadt und dann können wir Minneapolis nochmal ein bisschen pimpen. Danke, dass du es mit dem Berserker aufgenommen hast. Wer weiß, was mit der Wandelrotte passiert wäre, wenn du nicht eingegriffen hättest. Ich habe nie daran gezweifelt, dass du es schaffen würdest, Evan. Ich könnte dir heulen vor Glück. Ende gut, alles gut, aber wie konnte sich der Berserker bloß von alleine bewegen? Ich vermute, dass der Dämonenhauch die Ursache dafür war. Diese merkwürdige Magie von der Vorstand Vector befallen war, ich dachte nur Personen und Monster könnten davon betroffen sein. Ein Berserker, der mit Magie funktioniert und Befehlen gehorcht, kann durchaus von böser Magie verdorben werden. Klingt plausibel für mich. Dass auch Maschinen davon betroffen sein könnten, ist ein beängstigender Gedanke. Wir werden die Maßnahmen gegen den Dämonenhauch verstärken müssen. Danke für deine Hilfe bei den Ermittlungen, Evan. Jetzt verstehe ich, warum du bei so vielen Leuten so beliebt bist. Ach was, nicht doch. Meine König Evan, ich bin von deinen Taten tief beeindruckt. Kann ich vielleicht auch in dein Land? Lass dich bitte ein Teil von Minneapolis werden. Okay, Candy, ich freue mich. Werde hart arbeiten und mir meinen Platz verdienen, versprochen. So, Candy legt jetzt mit ihrer glücklichen Hand mehr Loot bei den Bergarbeitern raus. Ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass das falsch klingt, oder? WTF? So. Oh yeah. Aha. Money, 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 money. Holy shit, das Maxi-Lager ist, glaube ich, dreimal so groß direkt. Crazy shit. Okay, Bergarbeiter. Wait, wir haben noch mehr Bergarbeiter. Ah, Jack ist auch für Bergarbeiter. Und kann Candy bei ihrem Glück, mit ihrem glücklichen Händchen ja für mehr Ausbeute bei Jack sorgen. Was? Den Michael, der ist fürs Atelier. Okay. Und den Helge kann man theoretisch bestimmt auch noch abholen, obwohl Helge wahrscheinlich eine längere Quest wird. Effizientes Handwerken. Das ist Ross 3. Ich weiß nicht, ob ich das Geld da investieren möchte. Ich möchte, glaube ich, erstmal in den Bau aller Gebäude investieren. Zum Beispiel in den Pavillon. Der Pavillon ist fertig. Verdiene extra EP für dieses hier zugewiesene Talent. Ach, schade. Ich hätte gerne mehr Bewohner, damit ich mal was... Ich habe wahrscheinlich eh nie was über, wahrscheinlich. So, ich baue mal jetzt jeden Bazar auf oder jedes Gebäude, was geht. Für mehr Einfluss. Frischfischmarkt. Meine Stadt sieht voll aus, aber sie ist einfach nur vollgeklatscht mit leeren Gebäuden. Und kann ich... Hier kommt auch noch was hin, aber das kann ich noch nicht bauen. Die Taverne. Ach verdammt, die war so teuer, ne? Wieso gibt's hier auf dem Platz wie 1000 Fischmärkte? Macht keinen Sinn. So, bauen wir das auch noch. So, jetzt haben wir 41 von 44 Gebäuden gebaut. Können bestimmt irgendwo noch eins bauen. Der war zu teuer. Das können wir noch bauen. Moment, da fehlt noch das teure und das andere teure. Okay.
Die Taverne. Das hier fehlt und die Taverne. Richtig? Richtig. Dann habe ich alle Baugebäude gebaut. Was? Alle baufähigen Gebäude. Alle was? Alle frei verfügbaren Gebäude gebaut. So. Wovon über 50% nicht belegt sind, aber ich habe sie schon mal fertig. Das ist schon mal schön. Ich wünschte mir manchmal, man kann weiter rauszoomen. Okay. Ab ins Schloss. Ich hoffe, die Cutscene kommt jetzt nicht mit Cecilius. Ich wollte eigentlich speichern, ne? Okay, ich muss mit ihm reden. Sehr gut. So. Und was es mit dem Traitor Roland auf sich hat, das machen wir dann im nächsten Stream. Ich möchte mich jetzt auch wieder dran gewöhnen, abends öfter zu streamen. Am Wochenende hätte ich gestreamt, aber durch die Reparaturen an meinem Auto kam ich so spät nach Hause, dass ich darauf keinen Bock mehr hatte. Und Sonntag war ich durch die Reparaturen an meinem Auto so verkatert, vor Muskelkater und so, da hatte ich auch keinen Bock zu streamen. Und deswegen, ja, muss ich das mal. Ich muss auch God of War streamen und ich muss so viel streamen. Wir sehen uns im nächsten Stream. Ich mache jetzt die Aufnahme aus für YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.